Kunifo checkt es nicht und labert nur Müll. Na, let's go, komm. Nützt ja alles nichts. Nützt ja, aber wobei, warte mal, jetzt hat er wieder. Ja, der hat seine Facecam da drüben. Ja, komm. Scheiß drauf. Ey, Dennis, ich grüße dich, Bruder. Aber geile Musik. Geile Musik, muss man so sagen. Leute, es wird mal wieder Zeit. KuchenTV hat mal wieder ein Video rausgehauen, Leute. Ich fasse es nicht. Das Thumbnail ist so krank. Ey, das ist wirklich, ey, das ist wirklich frech. Wer das, also das ist ja, hat der Kevstar-Style, glaube ich, gemacht. Das ist wirklich frech. FIFA Gaming checkt es nicht. Kuchentalks, Digga, 200.000 Aufrufe nach 16 Stunden. Ich habe nur gestern Abend gesehen, hatte nach einer Stunde, glaube ich, 60.000, 70.000, Digga. Katja Krasavice nach zwei Tagen 240.000, Digga. Mehr Hype als Katja Krasavice. Läuft bei mir. Lasst ein Like da, Leute. Ihr wisst es, macht ihr 1 Million Likes voll. Macht ihr 1 Million Dislikes voll. Ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Wie ihr Bock habt, Leute. Schreibt in die Kommentare. Hab ich recht? Ja, also, puh. So, jetzt von der Bewertung her würde ich schon sagen, ist relativ gut angekommen. Auch erstmal, natürlich hat er als Spiel FIFA 21 drin und das Ganze auf Gaming, weil das mehr Geld bringt. Aber auf jeden Fall denke ich, dass er jetzt hier eine Runde FIFA zockt. Ich gehe davon aus. V-Recht, Hashtag FIFA Gaming, Hashtag KuchenTV, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wir klicken mal rein, Leute. So, da sind wir, Leute. Ihr wisst es vorher noch. Check. Hashtag FIFA Gaming oder Hashtag KuchenTV? Ich schreibe Hashtag FIFA Gaming rein. Komm, let's go. Scheiß drauf. Hashtag FIFA Gaming. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich gerne mein Album aus Summer Vibes, Volume 1, ab Freitag 0 Uhr erhältlich. Ja, 0 Uhr, also heute Abend. Hört gerne rein, es sind jetzt schon einige Songs online. Ihr könnt gerne jetzt vorbeischauen auf Spotify, Till FIFA Gaming, Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Hört gerne rein, vielleicht gefällt es euch. Ich will 50 Millionen auf Platz 1, das schaffen wir, Digga. Ich will's dorfen. Also streamt auf Dauerschleife unten rechts in der Ecke. Ne, diese Halbkreispfeile anmachen, Tag und Nacht durchpumpen auf. Mute, ne, damit euer Ohr nicht wegplatzt. Ihr kennt es doch, Leute. Also wer das macht, der hat Ohren aus Stahl. Das ist Wahnsinn. Hörst dir gerne an, hör dir die Songs. KuchenTV hat ja meine Songs immer kritisiert, meinte, ich würde flüstern und so weiter und so fort. Ist auch so. Einige Songs früher waren auch kacke. Ich muss mich natürlich auch da steigern und entwickeln, ist klar, versuche ich. Ich denke mal, jetzt habe ich es auf jeden Fall besser gemacht. Das sind meiner Meinung nach meine besten Songs. Ob KuchenTV es so sieht, keine Ahnung. KuchenTV kritisiert eh alles bei mir. Ich weiß es nicht, ob ich überhaupt was richtig machen kann in seinen Augen. Hörst dir an, KuchenTV. Ich bin der Überzeugung, dass ich dich überzeugen kann mit dem einen oder anderen Track auf dem Album. Also ja, zieh's dir rein. Wenn ich dich damit nicht überzeugen kann, Digga, dann weiß ich auch nicht. Dann liegt's an dir, wirklich. Dann kritisierst du einfach alles, was ich mache. Weil, ja, das ist ja auch kein Geflüster mehr. Wie und das finde ich bei KuchenTV schade. Ja, also ich bin ja auch in der FIFA Gaming Army. Ich habe das ja hier reingeschrieben. Hashtag FIFA Gaming. Ich bin ja auch in seiner Army drin. Hat sogar schon Like. Ich bin einfach krass. Ich bin ja auch in der Army drin. Und ich finde das echt, also ich merke das auch, dass KuchenTV scheinbar eine Abneigung gegen FIFA-Gaming hat. Und das finde ich schade, ja. Weil ich finde, FIFA-Gaming, der macht ja guten Content, der steht ja auch hinter seinem Content und hinter dem, was er macht. Man merkt auch, das macht er aus Leidenschaft. Auch gerade mit diesen Pack-Openings, dass er da zurückgekommen ist für die Community, für sein eigenes Wohl. Das habe ich halt gefühlt. Und dann finde ich es halt auch einfach schade, dass KuchenTV dann so, dass er dann halt so stichelt. Ja, das ist schade. Früher der Fall war. Wahnsinn. Ich habe mich da auf jeden Fall meiner Meinung nach gesteigert. Könnt ihr gerne alle bewerten. Könnt ihr mir ich wisse, es ist stark, ja. Besser geworden ist, ob es genauso kacke ist. Ist eure Meinung, akzeptiere ich. Hört es euch an, gebt mir eine Chance, hört rein. Danach könnt ihr gerne eure Meinung schreiben. Ich würde mich freuen. Link ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung oder einfach Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Till FIFA Gaming gerne reinschauen. Ich bin mir sicher, irgendwann, entweder jetzt, ich bin mir eigentlich sicher, jetzt mit dem einen oder anderen Song werde ich KuchenTV überzeugen. Wenn ich jetzt, dann irgendwann in Zukunft. Irgendwann wird eigentlich. Ey, wir müssen aber jetzt trotzdem mal sagen, ja, das ist kein Scheiß. Die Musik, die Musik an sich ist jetzt nicht so ohrenkrebserzeugend wie so manche, die in ihr Toastbrot da reinflüstern oder reinnuscheln oder was weiß ich. Also man versteht das, was er singt und es singt jetzt, also das hat so einen Rhythmus immerhin. Das ist jetzt nicht, also es gibt ja diese übertriebene Scheiße. Das ist noch in Ordnung, ja. Das würde ich noch nicht mal sagen, aber auf YouTube diese Videos 10.000 Mal zu posten, das ist ja eher das Problem. Ein Song und dass es sich tausendmal widerspricht. Gefallen wird. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Freunde der Logik, also schwierig, ne? FIFA Gaming hat vor ungefähr 3 Wochen ein Video hochgeladen mit dem Titel Das Ende von FIFA Gaming auf YouTube. Kritik an Montana Black, Gamer Brother, KuchenTV und allen anderen. Und allen anderen. Ich bin wichtiger als alle anderen. An sich wäre...
Habe ich nie gesagt, dass ich wichtiger als alle anderen. Ich versuche mal, das Video lauter zu machen, wenn es für euch zu leise ist. Allerdings hat er sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen halt schon wieder... Ist es lauter geworden? ...so oft widersprochen, dass ich euch das einfach nicht vorenthalten möchte. Die Hauptaussage in dem Video ist folgende. Ja, das Ende von FIFA Gaming... Das überspringen wir, Leute, weil sonst dauert das Video wieder zu lange. Hat es denn irgendwelche... Der überspringt immer die ganzen... Der überspringt immer seine Teile, um zu... Keine Ahnung, ob der das cringe findet, seine eigenen Ausschnitte. Aber der überspringt immer so die Szenen, um irgendwie bei der Sache zu bleiben. Gründe, dass du kein FIFA-Content mehr bringen möchtest. Ich fühle das Spiel einfach nicht mehr. Bringen. Macht ja keinen Sinn. Das Video erschien am 3.1. Am 22.1., also gerade mal 19 Tage später, kam dann aus seinem Kanal doch wieder ein FIFA-Video. Und zwar ein Pack-Opening, weil halt gerade die Team of the Year-Spieler rausgekommen sind. Und da muss man den Hype für ein paar Klicks natürlich mitnehmen. Du willst also nicht aus Krampf irgendwelche FIFA-Videos hochladen, aber lädst dann 3 Wochen später halt aus Krampf wieder irgendwelche FIFA-Pack-Openings hoch, weil genau da gerade die Team of the Year-Spieler rausgekommen sind. Also... Warum widersprichst du dir denn so oft wieder, wenn du dir sowieso nicht zu 100% sicher bist, ob du doch... Warum widersprichst du dir so oft wieder? Ihr habt's gehört. Wieso widersprichst du dir so oft wieder? Selbst, wollte er wahrscheinlich sagen. Er hat recht. Geil, Alter, wenn der sogar FIFA Gaming sagt und damit Kuchen TV auf allen Ebenen komplett die Ehre nimmt, dann hat man's geschafft einfach. Ja, Tim kann sich nach dem Video eh löschen gehen. Ich habe auf Kram FIFA-Videos gemacht. Ich... Hab das schon im Dings geil, Mann, wirklich, das fühl ich. Video gesagt, ich hatte keinen Bock mehr auf FIFA, ich fühle FIFA immer noch nicht. Ich habe dann das Team of Deal gesehen, EA hat mich geködert, ich habe wieder Packs gezogen und wenn ich Packs ziehe, dann nehme ich das Ganze auch auf. EA hat mich geködert, halt, sorry, wenn der, ey, das sagt er jetzt schon wieder, dass er geködert wurde. In welcher Welt wurde bitte ein Mensch wie FIFA Gaming geködert? Also kein Mensch lässt sich ködern von dem Zeug. Das kannst du mir, also wirklich, jetzt Real Talk, das kannst du mir echt nicht erzählen. Dass es Menschen gibt, die geködert werden von FIFA-Packs. Da muss ich aber ganz mächtig los. Ich sag das ganz hoch. Natürlich weiß ich, dass es FIFA Gaming ist. Kein Problem. Ist immer Hype, ist ganz klar. Natürlich weiß ich, dass das auch wahrscheinlich mehr Klicks gibt als alles andere. Trotzdem, er stellt das jetzt so dar, als, und Alpha Kevin auch, als wenn ich damit dann 1 Million Euro wieder machen würde, nur weil ich mal 3 oder 4 oder 10 oder 50 Pack-Openings hochlade, Digga. Das sind alles Videos, da mache ich noch weniger Geld mit, weil ich fürs Pack-Opening noch drauf zahle, ja, bei meinen Aufrufen, kriege ich das nicht mal wieder raus. Ist auch gar nicht schlimm. Ich habe mich von EA ködern lassen. Ich habe es wieder gemerkt, dass es keinen Sinn hat. Ich fühle es immer noch nicht, das Spiel. Wenn ich eine Sache mache, dann Pack-Openings. Das habe ich auch in dem Alpha-Kevin-Video gesagt. Könnt ihr auch nochmal gerne einschalten. Ich will jetzt nicht mehr zu lang labern. Dann lass dieses Statement doch einfach weg. Das Geile ist halt, je länger man dieses Statement laufen lässt, desto komischer werden die Aussagen, wenn man bedenkt, dass er ja doch wieder FIFA-Videos macht. Dieses Feeling von früher, das wird nicht mehr... Die ganze Zeit und 3 Wochen später öffnet er einfach wieder Packs, als wenn nichts gewesen wäre. Vor allem nennt er das dann das Comeback des Jahres. Ich hab schon immer gesagt, ich mach das, worauf ich Bock habe, Digga. Wenn ich diese Woche keinen Bock auf FIFA hab, kann das sein, dass ich nächste Woche wieder Bock auf FIFA habe. Das ist doch, Digga, es ist ja bei anderen Sachen auch so. Weißt du, wenn's Monate sind, okay. Wenn's ein Jahr ist, okay. Aber Bro, 2,5 Wochen hat's gehalten, dass du aufgehört hast mit FIFA. Und dann kam, ohne Scheiß, dann kam Dings raus, ja, Team of the Year. Auf einmal macht das Spiel wieder Bock, ja. Da hat man wieder Lust und Laune, die Scheiße zu machen. Ey, es ist wirklich nicht von dieser Welt. KuchenTV hat diese Woche kein Bock, ein Video über mich zu machen. Nächste Woche hat er Bock, ein Video über mich zu machen. Dann macht er eins, ja. So, ich habe schon immer gesagt, ich mache die Dinge, worauf ich Bock habe. Ich habe nach wie vor, fühle ich FIFA nicht mehr 100%ig. Ja, wenn ich eine Sache mache, dann Pack-Openings. Oder halt noch einen Draft oder so, ja. Aber, ja gut. Das ist seine Meinung, kann ich auch verstehen. Ist auch gerechtfertigt, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, ich mache immer das, worauf ich Bock habe. Und das habe ich euch schon gesagt, das solltet ihr auch. Ja, also ich habe mal an dem einen Tag, habe ich einfach mal Bock drauf, einen Real Talk rauszuhauen, dass ich keine Videos mehr machen werde und den Kanal stilllegen werde. Eine Woche später haue ich dann wieder Videos raus, weil ich da gerade Bock drauf habe. Also ich meine, es ist ja schön und gut, das zu machen, worauf man Bock drauf hat. Aber mach doch kein 16-Minuten-Video darüber, dass du, oder so 12-Minuten-Video darüber, dass du mit FIFA aufhörst und dann machst du einfach weiter FIFA. Da muss man sich doch selber auch dumm vorkommen. Der hat wahrscheinlich gehofft, dass niemand mehr dieses Video finden kann, weil der 10.000 Videos schon danach hochgeladen hat. Also, dass niemand dieses Statement-Video findet. Auf jeden Fall machen. Schau mal. Jahres. Weiter. Ja,
Definitiv, Digga. Nach 3 Wochen, jeder hat dich vermisst. Jeder hat drauf gehofft, absolut, dass das passiert. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz mich nachvollziehen. Mich juckt gar nicht, ob jemand vermisst hat. Vielleicht haben es paar Leute vermisst. Warum drehst du so ein Video, kann wenn sein. Du dich ein paar Wochen später sowieso wieder umentscheidest? Du bist sowieso schon mega unbeliebt auf dieser Plattform. Und indem du deine Zuschauer belügst, machst du das Ganze halt einfach nur noch schlimmer. Wie wär's, wenn du mal ausfegst? Ich hab, wie gesagt, schon darauf oft gesagt... Warum überspringt der alle Teile, Mann? Das nervt mich ein bisschen. Dann geht doch auf alles ein. Ich mach einfach das, worauf ich Bock habe, Digga. Ob das jetzt Zuschauer belügen ist, gut. Kann sein. Okay. Bro, ich bin unbeliebt. Stimmt auch. Haben auch viele andere Leute damit zu tun. Habe ich auch selber, habe ich schon oft gesagt, bin ich auch selber dran schuld, dass ich unbeliebt bin. Macht mir aber auch nichts aus. Ist so. Ich habe mich noch nie verstellt, meiner Meinung nach. Ich war immer real. Ich habe immer das gemacht, worauf ich Bock drauf habe. Ich habe immer die Sachen gemacht. Ich habe immer alles alleine gemacht, ja. Ich bin niemandem in den Arsch gekrochen irgendwie für Erfolg oder so. Ich habe mir nie irgendwelche Cutter-Leute geholt, die Thumbnails machen. Ja, wäre aber sinnvoll gewesen. Sofort. Ich mache alles immer self-made, weil ich es mache. Also wirklich bei FIFA Gaming, das ist der erste Kanal, wo ich sagen würde, please... Bitte, bitte, ja, my friend, ja, bitte, mein Friend. Bitte hol dir einfach einen Cutter, das wäre das Beste. Wenn du es dir leisten kannst, hol dir einen Cutter wenigstens für die Qualität. Das ist, wie die wenigstens noch geschnitten ist. Weil das kann man sich ja wirklich gar nicht mehr angucken. ...machen will, weil es meiner Meinung nach... Aber der wurde bestimmt von seinem eigenen Bewusstsein geködert. YouTube ist, man soll die Sache selber machen, man ist selber dafür verantwortlich. Ja. Ich habe es schon oft gesagt, ich nehme dann in Kauf, dass es qualitativ schlechter ist. Nehme ich in Kauf, wenn die Leute mich dann danach nicht mehr mögen, nehme ich das auch in Kauf, ja. Ich mache das, worauf... Das ist auch der erste Mensch, der übrigens seinen Mauszeiger am Bild lässt. Wenn ich Bock habe, ich mache alles alleine. Ich brauche niemanden irgendwie, sondern ich mache die Dinge einfach alleine so. Und wenn dann was schief geht, geht halt was schief. Meiner Meinung nach ist das real. Heutzutage, okay, muss man das Ganze vielleicht professioneller auf YouTube machen, kann man sich keine Schnittfehler mehr erlauben und so weiter und so fort. Aber das habe ich schon 1000 Mal gesagt. Ich habe... Naja... Das Ding ist, ich wäre schon stolz drauf, wenn FIFA Gaming sich einen Schnittfehler erlaubt. Aber ich habe so das Gefühl, also der schneidet halt nicht. Dann lieber erlaubt dir mal einen Schnittfehler, anstatt einfach gar nicht deine Videos zu schneiden. Das ist das Problem an der Stelle. Früher Schnittfehler gemacht, vor 3 Jahren, wo mein Hype war, da hat es keiner kritisiert. Klar, da haben auch manche gesagt, Digga, was hast du da irgendwie in Kommentaren, was hast du da geschnitten oder so. Aber da hat keiner... Was, das haben wir oder was für Leute wie Kuchen Monte und so. Hat keiner ein Video drüber gemacht, keiner. So, und da hat sich auch keiner beschwert, ja. Und dann, ein Jahr später oder so, machen dann Leute wie KuchenTV Monte Video. Können sie machen, okay. Aber dann beschweren sich die Leute auf einmal und schreiben rein, deine Videos sind absolut schlecht, früher waren die besser. Digga, meine Videos waren früher genauso schlecht, ja. Könnt ihr gerne schreiben, dann sagt gerne, meine Videos waren früher genauso kacke. Ja, aber dann schreibt nicht rein, deine Videos waren früher besser, weil aus meinen Augen waren die... Die Videos waren früher besser. Die Videos, die waren zwar trotzdem Müll, aber die waren immer noch besserer Müll, sag ich mal. Also das ist so, trotzdem, wisst ihr, das ist wie, wenn Müll gut riecht. Das ist zwar Müll, aber der riecht wenigstens noch gut. Aber das, was jetzt ist, ist einfach nur Müll, der schon schlecht geworden ist. Das ist einfach das große Problem. Videos früher gleich. Von der Person her habe ich mich wahrscheinlich verändert. Das ist auch ganz normal. Aber vom Schnitt und so ist alles gleich geblieben. Und das wird auch immer so sein, Digga. Weil ich keinen Bock habe, da auf Krampf irgendwas zu verändern, ja. Aber naja, gut. Zu machen. Ich schau mal weiter. Es ist ja auch nicht so, dass EA... Es gibt halt auch übel viele Teile, ne? Merkt ihr das, dass er übel viele Sachen skippt? Seit irgendwie 8 Jahren oder so dafür kritisiert wird, dass die Drop-Rates zu gering sind und dass man im Packs quasi nur Müll zieht. Ah, gut, dass du das nochmal getestet hast. Weiß ja, wer ich. Weiß, vielleicht hat man ja auch mal Glück, ne? Aber warum hast du das eigentlich wieder gemacht? Leon, Bruder! Jetzt hörst du mich doch, oder? Dass es Team of the Year Spieler gibt, die ja wie gesagt einfach gar nichts wert sind und was ein paar nutzlose Karten sind, die du in dem Spiel natürlich, hast. Natürlich, hat er mit recht. Mit einer Drop-Chance von wahrscheinlich 0,000000001%. Hab ich auch wieder gemerkt. Was zur Hölle hätte es dir gebracht, selbst wenn du jetzt 1, 2 oder 3 Spieler gezogen hättest? Du hättest, wenn überhaupt, wahrscheinlich 2 oder 3 Games gezockt. Dann hättest du dich wieder über das Spiel beschwert. Ich hätte gar kein und Game hättest gezockt. Dann auch ich gehört, hab auch kein Game in FIFA 21 und dafür gezockt. Hast du dann voll viel Geld investiert. Warum? Ja, du bist der Grund, warum EA weiter so viel Geld mit dieser Scheiße verdient. Nur ich bin der Grund, Digga. Nur ich bin der Grund, weil ich 1000 Euro reingesteckt habe zum Team of the Year. Andere stecken 10.000 Euro rein. Das ist aber dumm, weil er ist ja ein Teil von dem Ganzen. Weißt du, wenn er mit... Das heißt, nach ihm... Oder wenn er jetzt so denkt mit, ja, ich bin der Grund, bla, bla. Ich verstehe das. Ja, ich habe ja nicht so viel Geld reingesteckt. Aber wenn jeder so denkt... Macht das jeder weiter, unterstützt weiter EA und es unterstützt dann jeder weiter EA. Es ergibt dahingehend einfach keinen Sinn. Er versteht die Punkte von Tim einfach nicht. Er versteht auch nicht. Er ist doch mit ein Grund, nicht er ist der Grund. Ja, das KuchenTV, ja, hat er wieder auf die Goldwaage vielleicht gelegt. Aber er ist einer der Gründe, warum EA sowas weiterhin noch macht und weiterhin noch unterstützt wird. Weil er, obwohl er gar keinen Bock hat auf dieses Spiel, Geld reinsteckt. Ist halt lost. Ich bin der Grund, Digga. Oh, da hat er auf jeden Fall recht. Ich hab's mir realisiert, es hat keinen Sinn. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich Bock hatte. Natürlich wusste ich vorher, dass ich... Digga,
ich habe dieses Spiel seit 6, 7 Jahren oder ich spiele dieses Spiel seit 10 Jahren oder so, Ultimate Team seit 6 Jahren oder so. Da braucht er mir nicht erklären, wie das Ganze funktioniert. Das weiß ich selber, ja. Ey, pass auf, es gibt schon wieder vor. Der weiß gar nicht, was Tim jetzt sagt. Der weiß gar nicht, was Tim gerade zu sagen hat. Er skippt jetzt einfach wieder ein paar Sekunden. Warte, guck dich das an. Guck dich das an, wie viel der jetzt vorskippt. Der, trotzdem gewohnt, Digga. Ja, der ist gerade bei 24. Er skippt jetzt vor. Achtung. Da braucht er mir nicht erklären, wie das Ganze funktioniert. Das weiß ich selber. Es gibt einfach einen ganzen Part durch. Selber, ja. Also aber gut. Abschreckend. Alright. Ich glaube, du verlierst damit halt eher potenzielle Zuschauer, als dass du welche gewinnst. Du machst dich durch sowas einfach noch unbeliebter. Und dann ist es natürlich auch klar, dass die Leute halt gar keine Lust haben, sich mit dir zu beschäftigen. Ist okay, ist seine Meinung. Ey, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Probleme hast. Gesagt. Natürlich hatte ich auch Schuld an einigen Sachen. Fakt ist aber, KuchenTV, Montana Black, Gamer Brother und so weiter und so fort. Diese ganzen Leute, alle hacken auf mir rum. Natürlich werde ich dann unbeliebt, Digga. Was soll ich machen? Wenn keiner von denen Video gemacht hätte, wären wahrscheinlich gar nicht so viele Leute gegen mich aufgehetzt worden. Ja, das sind so Leute wie KuchenTV, die hetzen Leute im Internet gegen andere auf. Ja, und das ist traurig. Ihr habt es jetzt vielleicht mitbekommen. Gestern war das, hat sich ja diese Instagrammerin selbst umgebracht, so, das ist auch wieder so eine Sache, natürlich nicht KuchenTV ist schuld oder so, aber indirekt ist es auch, Digga, dieser Hass im Internet wird immer größer auf Social Media und durch so Leute wie KuchenTV, Monte und andere, die diese Theo, so ist es, Kritik ist gleich Hetze, ich sehe es genauso, ja, wenn jemand, vor allem, er hat ja auch noch gesagt, dass KuchenTV derjenige ist, der am neutralsten und sachlichsten das Ganze thematisiert hat und sagt jetzt, dass KuchenTV Hetze betreibt und, Leute oder in KuchenTV oder Leute wie KuchenTV daran schuld sind, dass sich andere Menschen umbringen. Deswegen. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Also, KuchenTV macht Kritikvideos, versucht da wirklich sehr sachlich zu sein und das sagt sogar FIFA Gaming. Und FIFA Gaming sagt jetzt, ja, du bist ein Grund deswegen, weil es dann teilweise zu solchen Fällen kommt, wie mit dieser, ich glaube, keine Ahnung, wie diese heißt, von Jerome Boateng, die Ex-Frau oder Ex-Freundin, die sich umgebracht hat vor 2 Tagen oder so. Actions machen, die Leute schlecht oder gestern die Leute schlecht darstellen vor ihrer Community, vor ihrer Reichweite, wo sie genau wissen, Digga, wenn ich denen jetzt sage, der macht scheiß Videos, dann gehen diese ganzen Kiddies darüber und haten das, ja, in den meisten Fällen, ja, sagen wir mal 80-90%, ja, denken selber nicht nach und bilden sich eine eigene Meinung, ja, und so Leute... Ja, habt ihr gerade gehört, wie er auf der Ja gesagt hat? Warte. Achtung, wir zählen mit. Dann gehen diese ganzen Kiddies darüber und haten das, ja, in den meisten Fällen, ja, sagen wir mal 80-90%, ja, denken selber nicht nach und bilden sich eine eigene Meinung, ja, und so Leute... Das waren jetzt 4-mal Ja, in ganz kurzer Zeit, das ist wirklich Respekt. Das schafft noch nicht mal Fabi Say mit seinen Freunden oder sowas. Hey Freunde, ich Freunde, keine Freunde, haben Freunde. Die tragen dazu bei, dass dieser Hass in Social Media immer größer wird, meiner Meinung, ja. Und das, ich habe es damals schon kritisiert, vor einem Jahr, wo KuchenTV Videos gemacht hat, Monte. Ich kritisiere es jetzt immer noch, ich finde sowas traurig. Ich habe nie damit angefangen. Oh, jetzt ich mache natürlich eine Reaction, wenn irgendjemand ein Video über mich macht, muss meine Meinung dazu sagen. Aber ich habe noch nie ein Video über jemanden zuerst gemacht. So, ich finde sowas traurig. Jeder kann seine Meinung haben über jemanden, aber muss es nicht öffentlich machen, vor allem nicht, wenn er so eine kranke Reichweite hat. Dann nutzen diese Leute das einfach, und sie wissen, das kann keiner sagen, sie wissen es, dass 90% der Leute sich keine eigene Meinung bilden, einfach rübergehen, grundlos haten. Und das ist bei KuchenTV genau das Gleiche, das ist bei Monte genau das Gleiche und bei vielen anderen, die diese Videos machen, ja. Und genau durch diese Leute habe ich so viele Hater bekommen, wie ich jetzt habe, ja, und bin dadurch so unbeliebt. Ich wäre niemals so unbeliebt, wenn diese Leute keine Videos über mich gemacht hätten. Wäre ich natürlich auch unbeliebt, lebe ich aber. Das stimmt. Aber ich glaube, er hätte auch einfach weiter Fake-Pack-Openings gemacht. Oder hätte auch weiterhin seine Zuschauer angelogen. Ja, oh ja. Liegt auch daran, er hat ja jetzt sozusagen realen Content gemacht, weil der eben kritisiert wurde deswegen. So ein Ding ist das. Naja, gut. Das nochmal an der Stelle, ja. Ja, aber ich sag auch selber oftmals ja. Deswegen alles entspannt. Damit habe ich gar kein Problem. Also denkt nach, bevor ihr was schreibt, Leute. Ja, wie gesagt, ihr habt es gesehen. Es kann dazu führen, dass sich einige Leute selbst was antun, ja. Da haben jetzt viele drüber gesprochen gestern, ja. Ja, Anivia, also Real Flex. Es ist aber so, dass es wahrscheinlich noch viele andere täglich genauso machen, ja. Könnt ihr. Aber darüber wird gar nicht gesprochen, ja. Und das ist genauso traurig, Leute, ja. Die werden im Internet gemobbt, die werden in der Schule gemobbt, ja. Aber durch Social Media... Ja, wie oft kann man denn ja sagen? Also ich sag auch oft ja, aber das ist ja wirklich krass. Also ja, wirklich fucking krass. Media wird das Ganze noch extremer, weil jeder anonym ist. Denkt nach, bevor ihr was schreibt, Leute, ja, von mir aus schreibt den ganzen Müll, wenn ihr euch besser fühlt, schreibt die ganze Scheiße bei mir in die Kommentare, ja, schreibt die ganze Scheiße bei mir in die Kommentare, da könnt ihr mich beleidigen, mich juckt es nicht, wirklich, ich mache die Kacke seit 10 Jahren, ich bin damit aufgewachsen,
Früher hat es mich gejuckt, mittlerweile juckt es mich nicht mehr. Es gibt aber Leute, die juckt es halt immer noch, die können da nicht drüber stehen. Ist auch nicht schlimm, da ist jede Person anders. Manche Personen können drüber stehen. Ich glaube, weil es ja auch schon gerade geschrieben wird von Marco, der hat da schon einen ganz guten Beitrag mit reingehauen. Für ihn sind alle anderen schuld, nur er nicht. Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, der weiß auch selber, dass er dran schuld ist. Aber der verwechselt Kritik mit Hate. Der verwechselt das, wenn jemand ein Video zu ihm macht und ihn kritisiert, denkt er, man hasst ihn oder so. Also ich meine, ich habe ein Video zu dem gemacht und er ist ja eigentlich ganz cool damit gewesen, aber jetzt bei KuchenTV sagt er, ja, der hatet mich nur und wegen Leuten wie ihn gibt es halt so Fälle wie die Ex-Frau von Jerome Boateng, die sich da umgebracht hat. Wo ich mir so denke, okay, alles klar, alright, weiß ich auf jeden Fall Bescheid, Mann. Manche nicht, manche lernen drüber zu stehen, manche eben nicht. So ist das Ganze, dann sagen jetzt einige wieder, ja, damit muss man klarkommen, wenn man Social Media macht. Okay, zum Teil, ja. Kritik, okay, muss man mit klarkommen, aber das geht in vielen Fällen einfach viel zu weit und damit muss man dann auch nicht mehr klarkommen, Leute. Das ist dann so eine Aussage, ist dann in meinen Augen einfach Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. An die, die sich da vielleicht angegriffen fühlen oder so, ey, Leute, scheißt einfach drauf, lest die Kommentare nicht, macht einfach euer Ding, ich sag's euch immer wieder, zieht euer Ding durch, keiner muss an euch glauben, nur ihr selber, zieht euer Ding einfach durch, scheiß auf die anderen, scheiß auf die Kommentare, lest die Kommentare gar nicht, wird eh nur das scheiße geschrieben. Das würde ich nicht sagen. Ich finde schon, dass Kommentare lesen schon ganz cool ist, man möchte ja auch selber seine eigenen, unter seinen Videos die Kommentare sehen, um einfach mal Feedback zu bekommen. Warum ist das Video vielleicht schlecht? Es gibt auch konstruktive Kritik, ja. Ich weiß nicht, ob das FIFA Gaming weiß, aber es gibt auch konstruktive Kritik, die dir sagt, ja, hier kannst du was ändern oder da kannst du was ändern, da mangelt es vielleicht und nach dem kannst du dich dann richten. Reinziehen, Digga, wenn ich die Kommentare jedes Mal lesen würde und ernst nehmen würde, ich weiß nicht, was da mit mir wäre, ja. Also, wie gesagt, nehmt es nicht zu ernst. Nee, ist immer noch offline. Es darf euch gar nicht jucken. Traurig. Mich juckt es auch nicht. Deswegen habe ich auch damals nie Videos gemacht. Irgendwelche Leute haben Videos über mich gemacht. Mein Ronaldo-Pack wäre fake gewesen, war nie, habe ich schon 10.000 Mal gesagt, glaubt mir heutzutage immer noch keiner. Whisky war vorhin mal da. Aber auch nicht, Digga. Dann sollen die Leute sagen, mein Ronaldo-Pack war damals fake oder die beiden Packs waren damals fake mit Ronaldo. Das einzige Pack, was fake war, war Neymar, habe ich schon 10 Mal gesagt. Aber mich juckt es nicht. Ich habe damals kein Video gemacht, ja. Ich hätte bis heute kein Video gemacht, wenn nicht irgendwelche Leute wie Monte und KuchenTV das immer wieder erwähnt hätten und einfach Scheiße erzählen, ja. Also, wie gesagt, dein Ronaldo-Pack war fake. Ah, nee, scheinbar nicht. Er sagt, dass das Ronaldo-Pack nicht fake war. Gar nicht jucken. Ihr dürft euch nur dafür interessieren, was eure Leute um euch herum denken, Freunde und Familie, was Leute im Internet über euch denken. Ey, das muss euch scheißegal sein. So, wir müssen mal ein bisschen vorskippen. Warum skippt der vor? Warum skippt der vor? Es ergibt keinen Sinn. Wenn du jetzt Stellen hast, die wirklich sehr unnötig sind, okay, aber er skippt einfach die Sätze, die KuchenTV zu ihm spricht, skippt er vor. Und er ist dann nicht mehr im Kontext drin. Ich verstehe das nicht. Wirklich, ich kann es nicht verstehen. Warum machst du dir überhaupt diese Mühe? Das Ding ist, dass wenn du Videos halt immer wieder und wieder hochlädst, dann geht halt nicht ein Video mega ab, jo, sondern wieso? Der eine guckt das Video, der andere guckt das dritte. Dadurch wird ein Video weniger gepusht, rutscht weniger in den Algorithmus und wird weniger neuen Leuten vorgeschlagen. Einige Leute gucken dazu recht. Vielleicht das Video auf Hit Factory, also die zwei Leute, die Videos da gucken. Die Klicks fehlen dir dann halt wieder auf dem FIFA Gaming Kanal. Das heißt, auch da nimmst du deinem Video potenzielle Reichweite. Hier verlierst du also insgesamt super viele neue Zuhörer, wenn du dein Musikvideo halt 25 Mal auf YouTube hochlädst. Aber die Videos sind halt wenigstens abwechslungsreich und geil. Das erste ist ein Trailer, beim zweiten fliegt eine Drohne über eine Frau, die auf einer Bank sitzt. Beim dritten sieht man, allem versteht es FIFA Gaming, glaube ich, halt immer noch nicht. Der erste Upload von wo bist du, hat halt 16.000 Aufrufe, weil das halt an dem Tag das einzige Video war, was hochgeladen worden ist. Ein Tag davor und ein Tag dann wurden erst wieder Videos hochgeladen. Jeder würde jetzt natürlich checken, okay, also wenn ich ein Video am Tag hochlade, dann haben meine Zuschauer auch Zeit, sich das anzugucken. Das heißt, es sehen mehr Leute, er versucht mir gerade YouTube zu erklären und wird mehr Leuten vorgeschlagen. Digi. Und was macht er wieder bei seinem neuen Song? Ich weiß es selber. Drei Videos ich weiß es selber, aber einmal es juckt mich nicht, wenn das nur 1000 Leute sehen und dann das richtige oder 500. Lied. Vor allem kommt der Trailer 4 Stunden vor dem richtigen Video. Also das hätte man sich auch einfach mal komplett sparen können, oder nicht? Jo Leute, ich melde mich kurz aus dem Off, denn FIFA Gaming hat, nachdem ich das Video beendet habe, sich gedacht, ich lade einfach mal 40 Videos am Tag hoch. Ja, es sind wirklich 40 Videos gewesen. Normal, wenn ich Bock habe, darunter ist übrigens auch eine Ansage an mich, die seht ihr hier gerade im Hintergrund. Und ich gehe da halt nicht drauf ein, weil das Video hat halt für 2 FPS und das kann man sich halt wirklich einfach nicht geben. Da hat er sich also mal wieder mächtig Mühe gegeben. Solltest du auf dieses Video reagieren, achte bitte drauf, dass es mal mindestens 30 FPS hat. Okay, das wäre wirklich sehr nett. Also redet er davon, dass er diese Pack-Openings wegen der Promo-Phase macht, obwohl er alles andere, was er besser machen könnte, einfach komplett verhaut und sich so halt voll viele Zuschauer wegnimmt. Also den Punkt kann ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich nachvollziehen. Alter, das ist schon krass, ne? Vor allem hat dieser Till-Kanal halt gerade mal 6 Abonnenten. Seine Musikvideos kriegen da halt nicht mal 30 Aufrufe. Warum machst du dir überhaupt die
mich juckt es nicht. Mühe, das der Typ Video geht nur auf Aufruf, ich schwör's euch. Der juckt nur auf Aufruf. Halt kann auch ist so sein. Deine Videos okay, sind kacke, aber mich interessiert es nicht, Digga. Also warte mal ganz kurz. Warte, FIFA Gaming sagt, denen geht es nur um Aufrufe, ja? Das ist schon allein der Widerspruch in sich. Warum lädt er dann 40 Videos an einem Tag hoch? Geht es dem etwa auch um Aufrufe, weil er dann pro Video so und so viele 100 Aufrufe bekommt, dass es dann als Summe viele Aufrufe sind? Also das ist halt, das, ich verstehe das nicht. Also der beschwert sich jetzt darüber, ja, der geht ja nur auf Aufrufe. Warum machst denn du so viele Videos? Du gehst doch auch nur auf Aufrufe, was das angeht. Du versuchst das durch die Quantität viele Aufrufe zu bekommen als Gesamtprodukt. Also das ist ja wirklich ein absoluter Käse an der Stelle. Ein absoluter Käse. Nicht zu verstehen. Also wirklich, es ist nicht verständlich, das, was er da gerade erzählt. Mir interessiert es nicht, wenn es nur 10 Aufrufe Text, der okay. Halt nur einen Sinn. Ja, ich hab das schon gesehen, dass mit dem Black Screen. Ein Flow, der sich überhaupt nicht weiterentwickelt und ansonsten auch nichts, was deinen Kanal auszeichnet. Ich meine, was gab's denn vor 4 Videos? Gut geschnittene FIFA 16 Videos mit verschiedener musikalischer Untermalung, je nach emotionaler Lage. Dazu gab es halt mehr oder weniger kreative Formate und ein Kanalkonzept. Stimmt, Digga, früher warst du wirklich überhaupt nicht besser. Also da feiere ich das Schaukelvideo doch deutlich mehr. Aber kommen wir mal zurück zum ersten Video. Im Titel. Alter, das Schaukelvideo. Hier war aber stark. Also das müsst ihr erstmal so hinbekommen. Da steht ja Kritik an Montana Black, Gamer Brother, KuchenTV. Jetzt sagt er wieder, er wird die Kritik nicht verstehen. Was hat er denn bitte bei mir zu kritisieren? Ich habe jetzt kommt wieder Werbung. So Leute, das nehmen wir wieder. Dass ich es nüchterner und neutraler betrachte als die anderen beiden. Okay, ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Das ist halt auch der einzige Punkt, wo er mich erwähnt hat. Okay, zugegeben, er sagt danach noch, dass ich das neutraler als die anderen sehe und dass ich ja trotzdem ein Vorbild bin. Ja, okay, dann werde ich ab jetzt halt keine neutralen Videos mehr machen, sondern einfach dumm rumhaten. Ich nehme die Kritik also gerne an. Punkt in der FIFA. Verstanden. Ich habe es jetzt gerade, er wird wahrscheinlich bei diesem Video, wenn er da reagiert, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch. Aber er hat die Kritik wirklich angenommen. KuchenTV hat die Kritik angenommen und umgesetzt. Das hat es wirklich verstanden und hat dann erstmal als Thumbnail halt wirklich ein wildes, also wirklich ein anders wildes Bild rausgehauen, ja. Er hat sich dann gedacht, na komm, wenn wir schon böse sind, dann machen wir es gleich mal ganz böse. Aber was mich ein bisschen abfuckt ist, der überspringt einfach Stellen, die vielleicht wichtig wären. Sagen, ich kann es nicht verstehen. Video nicht kritisiert oder was auch immer. Ihr habt eben meine Standpunkte gehört. Das war es soweit von dem Video. Ich habe es gefühlt. Ich kann einige Punkte von ihm nachvollziehen, einige nicht. Wie gesagt, ich habe schon oft gesagt, ich mache das, worauf ich Bock habe, Leute. Ihr wisst es. Checkt mein Album gerne aus. Ich bin mir sicher, dass... stabile Postbruder, ja. Kannst auch gerne auschecken. Ich bin mir sicher, dass ich mit dem einen oder anderen Song überzeugen kann. Es sind meiner Meinung nach meine besten Songs bislang. Hör gerne rein, KuchenTV. Alle anderen hört auch gerne rein. Vielleicht gefällt es dir KuchenTV. Wenn dir nichts gefällt, das einfach aus dem Grund hatest, weil es bei mir ist. Kann auch sein, ja. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile da überhaupt noch neutral rangehst. Weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, dass nicht dein Geschmack ist. Vielleicht kann ich dich mit überzeugen. Hör rein, ihr wisst es, ab dem 12.02., also heute Nacht um 0 Uhr, ist mein Album Summer Vibes erhältlich. Ja, es ist wirklich FIFA Gaming, wirklich. Es ist auch gar kein Hate an der Stelle, aber du bist halt wirklich ein unfassbar loster Mensch. Das ist wirklich, ich kann sie wirklich, der tut mir eigentlich auch leid, aber irgendwie ist der halt wirklich auf vor, wer weiß wie vielen Jahren hängen geblieben. Das ist so einer, der sich nicht weiterentwickeln kann. Das ist einer, der bleibt einfach auf seinen Entwicklungsgrad hängen. Das Ding ist dann durch. Ich gebe den auch kein Dislike. Ich habe den noch nie ein Dislike gegeben. Ich kann aber einfach, oder habe ich den schon mal ein Dislike? Habe ich den auf meine Ansage? Warte ganz kurz. Ich glaube nicht. Also ich dislike den eigentlich nicht. Dafür tut er mir zu sehr leid.